Sehr schön. Herzlich willkommen erstmal von unserer Seite. Moment, ich muss einmal den richtigen Vortrag. Sekunde gerade. Ah, da sind wir. Das sieht doch schon besser aus. Wir haben uns heute zusammengefunden, um über Möglichkeiten und Austausch zum Schulsystem von Relution zu sprechen. Wir haben heute den Herrn Jödicke gewonnen als Sprecher vom Rhein-Neckar-Kreis. Der wird im Anschluss zu so ein paar Slides, die ich mache, aus seiner Erfahrung sprechen. Genau, Herr Jödicke, wollen Sie kurz ein, zwei Worte zu sich sagen? Sie sind ja eh da, dann können wir das auch kurz machen, denke ich. Genau. Gerne. Willkommen erstmal zusammen. Hallo, ich bin Teamleiter für den Bereich IT-Schulen im Rhein-Neckar-Kreis. Kurzum, wir betreuen bei uns 17 Schulen, wo wir Schulträger sind. Dort die komplette IT, Relution natürlich, MDM, aber auch darüber hinaus WLAN, PCs, Server etc. Super, Rest später, vielen Dank. Gut, starten wir in den Vortrag. Wir haben uns hier das Thema Homeschooling ein bisschen rausgepickt, um einfach zu beschreiben, was waren die Herausforderungen, die jetzt auch in schon über einem Jahr bestanden. Natürlich steigen wir direkt ein, das Thema Geräte, die wurden mit nach Hause genommen. Hier war es wichtig, dass zum einen das MDM auch außerhalb des schulischen Netzwerks erreichbar ist. Wichtig war, dass die Classroom-Lösungen im Homeschooling funktionieren. Von uns aus Relution-Seite, also klar, erstmal die MDM-Funktion allgemein. Da hatten wir ja auch vorhin auch im Main-Track kurz gehört, dass bei Windows da auch die neuen Schnittstellen unterstützt werden. Das heißt, dass die Geräte auch im Homeschooling mit gemanagt werden können. So ist es auch mit der Lehrerkonsole, die wir anbieten. Genau. Und was auch ein wunderbarer Fall ist, das Ausleihsystem, also die Ausleihe der Geräte war ein Problem an den Trägern. Hier kam auch der Rhein-Neckar-Kreis direkt auf uns zu. Deswegen wunderbar, dass wir Herrn Jüdicke hier auch in dem Slot haben, der auch nachher aus seiner Lamenge, nenne ich es mal, reden kann, wie das Ganze entstanden ist, wie es dazu kam. Genau. Bevor wir loslegen, habe ich mal eine Umfrage dabei. Und zwar, haben Sie bereits ein Ausleihsystem im Einsatz? Und würde jetzt bitten, die Regie entsprechend die Frage in die Runde zu stellen. Da haben wir sie auch. Also haben Sie bereits ein Ausleihsystem im Einsatz? Ja, nein, in Planung. Wir sehen, es füllt sich relativ schnell. 32 Leute von 71 haben abgestimmt. 40. Warten wir noch einen Moment. Dann würde ich sagen, geben wir das doch mal frei, das Ergebnis. Oh, da kommen noch welche. Ja, nicht zu schnell. Super, und teilen das auch mal. Jetzt sehen wir ganz schön, die meisten noch nicht. Es gibt aber schon einige, die haben es im Einsatz. Genau, viele Plans. Genau, erstmal vielen Dank für die Teilnehmer, für die Abstimmung an dem Fall. Genau, jetzt würde ich bitten, dass wir zurück in die Präsentation gehen. Wunderbar. Super, Ausleihsystem. Ich hatte es ja gerade schon angeschnitten. Wir haben das entwickelt und zwar kam der Rhein-Neckar-Kreis auf uns zu und hat gesagt, wir haben die Problematik, die Geräte gehen jetzt an die Schüler raus. Entsprechend müssen wir dokumentieren, wer diese hat, wie lange die Ausleihdauer ist. Wir haben entsprechende Nutzungsbedingungen, die wir da mit integrieren müssen. Dementsprechend haben wir dann von Relution-Seite das Ganze geprüft und haben gesagt, ja, das können wir machen. Wichtig aber ist, dass das Feature auch allen später zur Verfügung steht. Das hat sowohl für den Rhein-Neckar-Kreis den Vorteil, dass stetig weiterentwickelt wird und für die anderen Kunden natürlich der Vorteil, dass es der breiten Masse zur Verfügung steht. Was tun wir da? Das Ausleihsystem, ich habe es ja schon ein bisschen angeschnitten. Also zum einen kann man verschiedene, also mehrere Nutzungsbedingungen individuell hinterlegen, die dann entsprechend bei der Ausleihe vorgelegt werden und dann auch quittiert werden können von den Teilnehmern beziehungsweise von den Nutzern der Geräte. Ich habe immer eine Übersicht, wer das Gerät ausgeliehen hat. Ich kann festlegen, wie lange es ausgeliehen werden darf und kann auch Regeln erstellen. Also wirklich sagen dann, wenn du das Gerät nicht zurückbringst, kann ich erstmal ganz soft starten und kann sagen, ich
schicke den Benutzern eine Nachricht oder auch mein Administrator soll eine Info bekommen. Oder aber auch, wenn man es härter spielen will, kann man auch Aktionen machen, wie beispielsweise das Gerät dann auch sperren. Die Funktion steht ab der nächsten Version, ab der 5.7 für alle bereit. Aktuell ist die noch so ein bisschen unter der Haube. Genau, das schon mal als Info vorweg. Wichtigerer Weiterpunkt ist natürlich die Integration, wenn man die Digitalisierung zum Ende denkt. Was hier wichtig ist, genau, dass die Geräte sich natürlich in die Infrastruktur nahtlos einbinden. Da sind wichtige Punkte das Thema datenschutzkonformer Shared-Device-Ansatz. Also gerade da noch nicht die 1-zu-1-Ausstattung voll da ist, ich denke, das wird langfristig kommen, ist es so, dass die halt auch geteilt genutzt werden müssen. Und da haben wir eigentlich immer die gleiche Problematik von den Kunden. Das heißt, es gibt ja so schöne Funktionen, beispielsweise von Apple nennt sich Shared iPad, ist ein gutes Feature. Da sagten die Kunden, ja, das ist auch gut, aber das funktioniert leider nur mit den Apple-IDs. Das ist ja so ein bisschen strittig mit den, wo die gehostet sind. Dementsprechend haben wir den Relution Shared Device Modus umgesetzt und der kann wiederum die Authentifizierung mit den lokalen Nutzern aus dem lokalen Identity Management. Genau, und das wäre der erste Punkt zum Thema Integration. Natürlich die Authentifizierung dann, wie gerade schon erwähnt. Zweiter wichtiger Punkt ist dann natürlich die Dateiablage. Auch hier gleiches Spiel. Problem, Cloud-Dienste der US-Hersteller, sind meine Daten wieder nicht bei mir. Könnt ihr nicht auch hier die lokalen Datenanbindungen machen? Dementsprechend haben wir das umgesetzt, machen wir auf SMB- und WebDAV-Basis. Genau, das heißt, die Schulserver, die es am Markt gibt, die integrieren wir einmal, um Benutzergruppen als auch Klassenlogik zu übernehmen. Gerade auch hier das Mapping in die Samsung als auch Apple Classroom App wird komplett von Relution übernommen. Auch hier muss keine Doppelanlage der Gruppen erstellt werden. Das heißt, wir übernehmen das. IDM-Systeme beispielsweise UCS, genau, als auch Dateiablage. Das heißt, die Nutzer können letztendlich an den Endgeräten, wie sie das auch so ein Stück weit aus der Windows-Welt kennen, die Dateien lokal ablegen. Und das Ganze wird dann auch bei Authentifizierung am Gerät, wird automatisch das individuelle Verzeichnisdienst des Nutzers gemappt. Und dann hat er seine Daten in den Apps verfügbar und kann natürlich dann auch lokal die Daten ablegen. Hier noch ein weiterer Hink zu einem anderen Feature, was so ein bisschen in einem anderen Kontext immer kommt. Wir haben auch eine Relution-Kamera-Funktion, die wiederum haben wir gebaut, weil in der Apple-Welt ist es aktuell so, die unterstützen noch keine Speicherung in den eigenen Daten, also in der Dateifreigabe. Und dementsprechend haben wir da eine eigene Kamera-Funktion bereitgestellt, dass man auch lokal die Videos als auch Fotos ablegen kann. So, kommen wir zur zweiten Umfrage. Haben Sie eine Schulserverlösung im Einsatz? Jetzt würde ich die Regie bitten, einmal die Frage aufzurufen. Und hier sehen wir sie, genau, Frage habe ich ja schon gesagt, ist eine im Einsatz, ja, nein, in Planung. Ich habe eine Tendenz, die bestätigt sich aktuell, ja. Wir haben 22 Abstimmungen, 28, da geht noch was. Sehr schön. Also die Tendenz kann ich schon mal vorwegnehmen, ich glaube, es kann jeder ahnen. Super, machen wir es zu und teilen das Ganze einmal. Wir sehen schön deutlich, Schulserverlösungen gibt es doch einige im Markt. Wenige, die keine haben, das heißt aber nicht, dass da noch eine kommen kann. Wir sehen auch ein paar haben es in Planung. Genau, dazu kann aber, denke ich, auch Herr Jüdicke mehr sagen. Und das würde ich doch als Zaunpfeil winken nutzen und übergeben an den Herrn Jüdicke. Wunderbar. Vielen Dank, Herr Mahlmann. Dito. So, genau. Wollte ich nur mal kurz, eine gute Vorstellungsrunde habe ich schon gemacht. Hier sehen Sie nochmal den wunderschönen Rhein-Neckar-Kreis. Es ist jetzt der Standort Sinsheim mit der Arena für alle Fußballbegeisterten. Genau. Da haben wir so einen kleinen Überblick, was der Rhein-Neckar-Kreis als Schulträger macht, beziehungsweise mal einen kleinen Überblick, wie viel Beschäftigte und wie viele Gemeinden der Rhein-Neckar-Kreis hat, ist eigentlich so der größte in Baden-Württemberg mit der Gemeindeanzahl. Und wir selbst als Schulträger betreuen 16 Schulen, darunter 12 berufsbildende Schulen und 4 SBBZs.
sonderpädagogische Schulen, die entsprechend natürlich auch hinsichtlich MDM, Tablet und so weiter andere Anforderungen haben wie die Berufsschulen. Wir sind rein Apple-lastig in diesem Segment. Wir haben keine Android-Geräte im Einsatz und liegen da momentan schon weit über 5.000. Wir sind bei 5.700 Apple-Geräten, sprich iPad und Apple TVs. iPhones haben wir nicht im Einsatz. iPads, alles mögliche vom kleinen iPad 8. Generation bis zum großen iPad Pro 12 Zoll, das dann den Lehrern obliegt. Szenarien, richtig, sind folgende. Einmal haben wir die 1:1 Ausstattung. Das heißt, jeder Schüler bekommt für die Dauer seines Schulbesuches, in der Regel 3 Jahre, ein iPad ausgehändigt, mit dem er dann sowohl in der Schule als auch zu Hause arbeiten kann, Hausaufgaben, Videokonferenz etc. Ansonsten für die Schulen, die dieses Szenario nicht haben, gibt es dann entsprechend Tablet-Koffer. Das sind dann für die einzelnen Schulklassen, die dann digital arbeiten, werden dann am Stundenanfang entsprechend die Tablet-Koffer ausgeben. Ich nehme an, die Mehrzahl der Zuhörerinnen und Zuhörer kennt solche entsprechenden Tablet-Koffer, wo dann die geladen werden und auch mit Updates versorgt werden. Und dann können sich die Schüler dann mit dem Relution Shared iPad Variante dann dort einloggen und ihre Stunde praktisch dann mit den freigegebenen Apps der Lehrer dann durchführen. Genau, auf die Ausleihe komme ich dann auch gleich nochmal zu sprechen, weil das ist für diesen 1:1-Modus eigentlich recht komfortabel. Ansonsten nochmal kurz zu unserem Konzept. Alle unserer Schulen sind mittlerweile seit gut einem halben Jahr über ein eigenes Glasfasernetz angeschlossen, über eine Dark Fiber. Dort fahren wir 10 Gigabit in unser Rechenzentrum, wo sich entsprechend dann alle betriebsfähigen Server befinden, unter anderem auch unser Schulserver, der Logodidakt von der Firma SBE, dürfte ja auch vielen bekannt sein. Wir nutzen jetzt aber nicht die interne MDM-Lösung von Logodidakt, sondern fahren das On-Premise auf einem eigenen Server. Also sind dann getrennte Bereiche sozusagen. Darüber hinaus haben wir auch noch einen Caching-Server im Einsatz, der fast alle Schulen versorgt. Einige haben noch einen lokalen Caching-Server vor Ort, aber die meisten nutzen halt diesen Caching-Server, der auch ebenfalls im Rechenzentrum steht. Dann, jetzt relativ neu, seit circa einem halben, dreiviertel Jahr, haben wir erheblich in Medientechnik investiert. Das heißt, die Schulen haben in ausgewählten Räumen 86 Zoll Touchscreens, Apple TV, womit der Lehrer entsprechend auch per AirPlay dann seine Aufgaben an den Touchscreen werfen kann und sogar dann interaktiv am Touch mit den Schülern arbeiten kann, zeichnen etc. Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Lösung, die auch sehr gut von den Schulen, von den Lehrern angenommen wird. Gut, was haben wir noch als die nächste Folie, Herr Mahlmann? Genau, hier haben wir 3 Argumente für die Nutzung von Relution. Also einfach die Benutzeroberfläche. Es gibt ja viele, viele oder einige andere MDMs auf dem Markt, aber Relution hat uns halt erstens auch überzeugt, dass ein nationaler Anbieter ist, sag ich mal, mit dem wir auch sehr gut im Kontakt stehen. Ist auch unweit von uns in Stuttgart entfernt. Also dass wir da auch die Kommunikation sehr gut aufrechterhalten können, auch per Telefon und nicht nur mit irgendwelchem Ticketsystem etc. Geht natürlich auch auf Wünsche jetzt ein, wie zum Beispiel das Ausleihmodul, was wir zusammen mit Relution jetzt entwickelt haben. Oder Relution für uns entwickelt hat, so gesagt, auf unsere Wünsche hin. natürlich ist das Ganze auch mandantenfähig. Das heißt, wir haben für jede unserer Schulen einen eigenen Mandanten angelegt, sodass die Schulen selbst, das hatte ich vielleicht eingangs noch nicht erwähnt, entsprechend auch einen Relution-Zugang haben.
Jede Schule hat sozusagen Netzbetreuer, das sind Lehrer, die abgestellt sind, wo auch IT-Aufgaben übernehmen. Diese haben wiederum einen eigenen Login für Relution, um entsprechende Administrationstätigkeiten zu machen, weil wir können das entsprechend hier mit unserem Team aus 5 Personen nicht für alle 16 Schulen handeln, wenn irgendwo mal einer ein Passwort vergessen hat oder irgendeine neue Richtlinie auf dem iPad gezogen werden muss. Das machen ja entsprechend die Lehrer vor Ort und deswegen 16 Mandanten. Genau, und Weiterentwicklung, das hatte ich ja gerade schon angesprochen, wie zum Beispiel das Auslernmodul, dass man hier auf die Wünsche eingeht. Super, dann würde ich mich gerade mal wieder, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Nein, genau, nochmal vielleicht noch ein kurzes Statement zu dem Ausleihmodul. Das war ja eingangs natürlich auch von Ihnen erwähnt. Also wir nutzen das aktuell für 2 Schulen, für kleinere, erstmal für ein Berufsschulzentrum, für eins, für ein kleineres und für eine SBBZ-Schule. Dort wird es recht gut bisher angenommen. Das heißt, wir können die Nutzungsvereinbarung, die wir entsprechend hier intern im Rhein-Neckar-Kreis haben, die entsprechend auch rechtlich geprüft sind, digitalisieren. Vorher da kam das alles per Papier, der User musste unterschreiben. Das haben wir halt jetzt mit Relution umgesetzt, dass wir die Nutzungsbedingungen als Text hinterlegen für Lehrer, für Schüler. Und der Schüler das zum Beispiel bei Antritt seines Schulausbildungsganges entsprechend dort unterschreibt. Wir oder auch der Lehrer vor Ort kann direkt sehen, das Gerät gehört jetzt dem Max Mustermann. Das ist jetzt ausgeliehen bis 2023, bis zum Ende seiner Ausbildung und kann dann entsprechend auch, wie der Herr Mahlmann das eingangs erwähnt hat, falls er das Gerät dann nicht zurückbringt, wie zum Beispiel damals auch die Schulbücher, wenn man das nicht zurückbringt, kann man das entsprechend auch eine Nachricht aufs Gerät schicken oder bis hin zum Sperren etc., dass der gar nicht mehr damit arbeiten kann. Wie gesagt, das System haben wir jetzt erst seit kurzem erst im Einsatz. Da fehlt noch so ein bisschen die mittelfristige Erkenntnis. Auch wird es ja weiterhin zusammen mit Relution weiterentwickelt, das ganze System eventuell dann auch, wenn andere Kunden ab Version 5.7 das System auch zur Verfügung steht, dann kommt da auch wahrscheinlich Feedback rein, sodass das Ganze ein bisschen wächst.